Mit den Containern kommt das Kokain. Mit dem Kokain kommt das Geld. Mit dem Geld kommt die Gewalt. Die Niederlande erleben eine Welle schockierender Morde. Es ist ein Krieg um Macht, um die Kontrolle im Hafen, um Kokain und eine Menge Geld. Es geht um Drogen, die viele Milliarden Euro wert sind. Das damit verdiente Geld wäscht die Drogenmafia vor allem in Deutschland. Und so entsteht dann so eine tatsächliche dritte Schattenwelt, wo über solche illegalen Geschichten Gewinne gemacht werden. Fahnder versuchen, den verschlungenen Wegen des Geldes zu folgen. Ich glaube, dass mittlerweile unglaublich viele sehr, sehr teure Immobilien in der Hand von Kriminellen sind. Der Drogenhandel untergräbt mit Gewalt und kriminellem Geld unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Wer hat hier im Land eigentlich das Sagen? Die Unterwelt, die kriminellen Organisationen oder Polizei und Justiz? Rotterdam, der größte Hafen Europas. Hier landen jedes Jahr Abermillionen Container. Echte Kontrolle? Unmöglich. Das weiß auch die organisierte Kriminalität. Die Polizistin Romilda Schaf treibt ihren Kollegen an. Ein Zugriff im Hafen. Sie filmt ihren Einsatz mit einer kleinen Kamera. Sie haben erfahren, ein Drogenkurier taucht mit einem Paket Kokain durch das Hafenbecken. Diesmal sind die Fahnder rechtzeitig zur Stelle, um ihn abzufangen. Eine fast tägliche Routine für Romilda Schaf und ihre Kollegen. Gefährliche Routine. Das ist ihr bewusst. Na gut, ich habe hier meine kugelsichere Weste und ein extra sicheres Auto. Dann tragen wir noch eine zweite kugelsichere Weste. Ich hoffe einfach, dass ich im Ernstfall schneller bin. Schnell müssen sie nicht nur im Auto sein. Viele Stellen im 42 Kilometer langen Hafen erreichen sie nur mit dem Polizeiboot. Wir begleiten sie zum Einsatz. Ihren Job sieht die Polizistin so. Ich vergleiche meinen Job immer mit einem Müllmann, der den Dreck abholt. Wenn der aufhören würde, wären die Straßen voll mit Müll. Der Müll hört nicht auf. Der Hafen ist so groß, dass sie mitunter Stunden unterwegs sind. Die beiden Polizisten sind Teil eines Spezialeinsatzteams, zu dem auch Staatsanwaltschaft und Zoll gehören. Wir haben gestern Abend eine Suchaktion mit dem Zoll gemacht. Sie stehen noch da hinten mit dem Ermittlungsteam. Wir haben zwei Typen gesucht. Leider haben wir sie nicht gefunden. Gestern um 12 ist das Schiff reingekommen mit vielen Containern an Bord. Es kann sein, dass die Typen wieder in den Containern sind. Da muss dann der Zoll ran, in Zusammenarbeit mit uns. Der Zoll muss an Bord nach Auffälligkeiten suchen. Wenn sie etwas entdecken, wird der Container geöffnet. Sie finden regelmäßig Drogen an Bord. Mehrere hundert Schiffe sind gleichzeitig im Hafen. Jeden Tag neue. Mit ihnen kommt das Kokain. In fast unvorstellbaren Mengen. Das meiste wird in den Niederlanden verteilt. Hier wird der Drogenhandel organisiert. Hier sitzen die meisten Gangs. Viele Menschen im Hafen arbeiten in ihrem Auftrag. Ein Kranfahrer kann 100.000 Euro verdienen, wenn er einen Container in die richtige Richtung hebt. Ein normaler Hafenarbeiter 20.000, wenn er kurz wegschaut.
Dieser Mann war viele Jahre lang selbst am Kokainschmuggel beteiligt, ist aber mittlerweile ausgestiegen. Er weiß, dass Bestechung nicht die einzige Methode der Drogengangs ist. Es wird Druck ausgeübt. Sicherlich auch, um Schwächere dazu zu bringen, weiterzumachen. Es gibt subtile Bedrohungen. Es ist nicht so, als ob sie konkret bedroht würden, aber es geht ganz subtil. Das geht von, ich habe deine Freundin kennengelernt, eine schöne Frau hast du, einen schönen Jungen, Vater oder Mutter. Keine richtigen Bedrohungen, aber trotzdem fühlst du dich nicht sicher. Und ich möchte alle dort davor warnen. Ja, und das ist, was er eigentlich auf dem Moment, und da will ich jeden Fall waschen. Romilda Schaaf weiß, welche Gefahr von der Drogenmafia ausgeht. Aber, sagt sie uns, ich werde immer Polizistin bleiben. Und bereitet sich auf den nächsten Einsatz vor, den sie mit einer Kamera für uns dokumentiert. Sie haben einen Hinweis bekommen. Suchen zwischen den Containern nach Drogenschmugglern. In solchen Fällen sperren sie ein ganzes Areal ab. Der Betrieb steht dann still. Sie suchen nach Leuten, die sich in Containern verstecken. Oft sogar darin leben. Leute, die die Ware aus dem Hafen bringen müssen. Man nennt sie die Oitalas, die Rausholer. Kollegen von Romilda Schaaf haben heute einige von ihnen erwischt. Vergangenes Jahr 2020 hatten wir 268 Verhaftungen. Jetzt haben wir Sommer und sind bereits bei 180. Kaum anders ist die Situation in Hamburg oder auch im belgischen Antwerpen. Die großen Nordseehäfen sind gemeinsam das Einfallstor für das Kokain aus Südamerika. Die Fahndung danach ähnelt der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Um wenigstens einzelne der Millionen Container zu kontrollieren, nutzt man Scanner. Dafür müssen die Fahrzeuge in eine Art überdimensionales Röntgengerät fahren. Manchmal sind es verdächtige Lkw. Manchmal sind sie nach einem Zufallsprinzip ausgewählt. Immer wieder finden die Fahnder versteckt große Mengen Kokain. Wie hier etwa zwischen Bananen. Die hellgrau zu sehenden Pakete. Drogen zwischen Südfrüchten in Containern. Pro Jahr werden in den Nordseehäfen zusammen mehr als 50 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Diese Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. Aber alle Fahnder gehen davon aus, das ist nur ein Bruchteil der tatsächlich geschmuggelten Menge. Sie schätzen, dass 1300 Tonnen Kokain pro Jahr in den europäischen Nordseehäfen ankommen. Ein Kilo hat einen Marktwert von etwa 50.000 Euro. Angesichts der vermuteten Mengen kommen schnell mehr als 100 Milliarden zusammen. Von den großen Häfen aus wird das Kokain auf den gesamten Kontinent verteilt. Vieles davon kommt auch nach Deutschland. Zum Beispiel hier, über die Grenze bei Emmerich. Hier treffen wir Thomas Mischke an seinem früheren Arbeitsplatz, einer schon lange stillgelegten Station des Bundesgrenzschutzes. Ich vermute, dass wir ein enormes gesellschaftliches Problem haben, weil allein die schieren Sicherstellungsmengen. Ne, wir haben uns in den letzten Jahren hier allein in der deutsch-niederländischen Grenze stets vergrößert, was diese Sicherstellungsmengen angeht. Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich dramatische Auswirkungen erleben. Die ständige Notwendigkeit, topfit zu sein, brillant zu sein etc. Ne? Da denkt man ja nur an Kokain. Die Benutzung von irgendwelchen Drogen scheint überhaupt keiner gesellschaftlichen Ächtung mehr zu unterliegen. Und deswegen sehe ich im Moment überhaupt kein Ende dieses Trends.
So stehen Thomas Mischke und seine Kollegen an den früheren Grenzübergängen. Wenn ein Fahrzeug verdächtig scheint, verfolgen sie es, versuchen es anzuhalten und finden immer häufiger tatsächlich Drogen. Doch vieles geht ihnen durch die Lappen. Und das auch, so meint der Bundespolizist, weil der frühere Grenzübergang, die Zollstation, seit rund 20 Jahren zu Ruinen verfällt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, da vorne über die Autobahn kommt jetzt ein 40-Tonner reingerollt. Dann gucken Sie sich mal hier um und dann werden Sie feststellen, dass hier nirgendwo in der Nähe der Grenze eine Möglichkeit besteht, so ein LKW auch wirklich abzuladen. Ich habe als Bundespolizei keine Hubwagen, ich habe auch keine Rampe, ich habe hier nichts. Und die Infrastruktur, die damals hier vom Zoll noch bestand, bis um die 2000er Jahre herum, die ist ja nun, wie Sie gerade sehen, komplett ruiniert im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir sowas machen wollten, dann würde ich also mit dem zu einer Spedition fahren müssen, wo ich mich dann erst auch mal vergewissern müsste, ob irgendeine Spedition überhaupt bereit wäre, uns Zeit zur Verfügung zu stellen, so einen 40-Tonner abzuladen. Und können Sie sich vorstellen, wie lange das dauert. Und wenn ich dann was finde, dann bin ich der Held. Ne? Wenn ich aber nichts finde, dann kriegt mein Inspektionsleiter von mir eine Rechnung von mehreren tausend Euro für mehrere Stunden Abladearbeit für nichts. Ne? Sie können sich vielleicht vorstellen, wie oft ich sowas dann mache, wenn das nicht erfolgreich ist. Welche Wege das Kokain dann in Deutschland nimmt, haben Ermittler in einigen Fällen im Detail aufgedeckt. Mithilfe entschlüsselter Handynachrichten. In einem Fall aus dem Jahr 2020 soll die rechte Hand eines Dortmunder Clanchefs regelmäßig auf zwei Parkplätze an der A2 gefahren sein, um hier den Fahrer eines zwischen Polen und den Niederlanden pendelnden LKW zu treffen. Dabei war er sich gelegentlich nicht sicher, welcher LKW es sein soll. Dann soll er, so der Vorwurf, dem Fahrer teilweise weit über 100.000 Euro übergeben und dafür einige Kilogramm Kokain erhalten haben. Teilweise mehrmals pro Woche. Der örtliche Clanchef, Sami Miri, lebte jahrelang hier, am Südufer des Phoenixsees. Ein gehobenes Wohnviertel im Dortmunder Süden. Eine perfekte bürgerliche Fassade. Sein legales Geschäft: Rapmusik. Mit dem Musiklabel Supremos. Star des Labels: Rapper 18 Karat, der in einem Musikvideo den angeblichen Alltag eines Kokaindealers beschreibt. Meine Jungs fahren Luxuswagen und sind alle maskiert wie der Kuckucksklan. Es ist Standard, jede Woche an mich Schutz zu zahlen und für mich Standard, mit dem Geld in den Club zu fahren. Ich hab Kunden, die holen die Woche 2 Kilo Koks. Also sag mir, was soll ich mit nem scheiß Mikrofon? Ich bleib wie gewohnt. Der wahre Alltag der Branche scheint nicht so glamourös. Ich fick auf deine digitale Hayes-Waage. Wegen mein Kilo steigt die Kriminalitätsrate. Etwa in Werl, gut 30 Kilometer östlich von Dortmund. Ein weiteres Clan-Mitglied soll regelmäßig zu Fuß am Parkplatz eines türkischen Lebensmittelgeschäftes erschienen sein. Aus entschlüsselten Chatnachrichten wissen die Ermittler, dass er hier Käufer des importierten Kokains getroffen hat. Der Ladenbesitzer weiß nichts davon. Der Ort ist zufällig gewählt, weil der Kokainhändler in der Nähe wohnt. Der Clan verdient als Zwischenhändler rund 1.000 Euro pro Kilo. Am 24. Juni 2021 wurden bei einer Razzia in 16 Wohnhäusern im Ruhrgebiet 7 Clan-Mitglieder festgenommen. Der Dortmunder Clan-Chef hatte sich vorher nach Marbella in Spanien abgesetzt, schickte von dort noch Instagram-Stories vom schönen Leben und ist dann abgetaucht. Ihr kriegt keine Aussage und da gibt's keine Ausnahme. Wieder in den Niederlanden.
In Amsterdam treffen wir den Anwalt Vito Schukrula. Er verteidigt Menschen, die für die Drogenmafia gearbeitet haben. Dabei erfährt er aus erster Hand, wie in den Niederlanden der Handel mit Kokain zu einem bislang unvorstellbaren Anstieg von Gewaltkriminalität geführt hat. Laut den Unterlagen der Fahnder begann es 2012 mit einer gestohlenen Ladung Kokain im Hafen von Antwerpen. Das hat sich entwickelt zu einem totalen Krieg, in dem mittlerweile viele Leute getötet worden sind. Es ist ein Krieg um Macht, um die Kontrolle im Hafen, um Kokain und eine Menge Geld. Und darum, wer die Unterwelt kontrolliert. Darum geht es. Also, es geht um Macht. In seinem aktuellen Fall verteidigt er einen Mandanten, der an einem Auftragsmord beteiligt gewesen sein soll. In einem Parkhaus. Gefilmt von Überwachungskameras. Das Opfer? Jordi Latumahina, ein DJ. Jordi hat ein kleines Kind, eine Frau. Mit der Drogenmafia hat er nicht das Geringste zu tun. Er verlässt die Tiefgarage in einem schwarzen Mini Cooper. Zeitgleich fahren Auftragskiller in die Garage. Sie warten auf eine Person in einem schwarzen Mini. Es ist Zufall, dass auch Jordi so ein Fahrzeug fährt. Als er mit seiner Familie zurückkommt, schießen die Killer auf ihn, seine Frau und sein Kind. Und flüchten. Die Kugeln der automatischen Gewehre verfehlen den Kopf des Kindes um 2 Zentimeter. Die Frau wird getroffen von mehreren Kugeln. Sie hat nur knapp überlebt. Aber ihr Mann stirbt noch in der Garage. Die 3 Täter werden gefasst. Der Prozess läuft. Mein Klient ist angeklagt, das Auto der Auftragsmörder in die Garage gefahren zu haben. Er sagt, er habe zu keiner Zeit gewusst, dass diese Leute den Plan hatten, in der Garage einen Mord zu begehen. Ein Plan, der brutal eine Familie zerstörte, den Familienvater tötete. Das ist verstörend für viele Menschen, weil es etwas ist, das nicht abstrakt ist. In diesem Moment wird zur Realität, dass es jeden treffen kann. Jeder kann zum Opfer werden. Die Täter solcher Gewaltexzesse kommunizieren über verschlüsselte Nachrichten, etwa PGP. Die Software wurde von Ermittlern entschlüsselt. So konnten sie sogar Mordplanungen verfolgen. Bro, dieser Mann muss sterben. Ob es jemand einfach live machen will, ist am besten, denke ich. Hitter und Waffen bereitstellen. Bekommt einen großen Betrag. Dieser Motherfucker. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich ihn will. Welche Waffen braucht ihr? Habe AKs und Glocks. Bro, gib dein Bestes. Auch eine weitere von der Drogenmafia genutzte Verschlüsselungssoftware, EncroChat, wird gehackt. Wochenlang verfolgen internationale Ermittler die Nachrichten. Als das Verschlüsselungsunternehmen merkt, dass abgehört wird, schlagen die Ermittler an zahlreichen Orten zu und gehen an die Öffentlichkeit. Maandenlang als Nederlandse Politie een tap hadden op de onderwereld in Nederland. Wir haben monatelang mit den Kriminellen quasi am Tisch gesessen. Wir haben mitbekommen, was sie gesprochen haben und was sie geplant haben. Und in dieser Goldmine an Informationen müssen wir nun die nächsten Wochen und Monate schürfen. Andy Krag leitet das Ermittlungsteam. Er war zuvor Elitekämpfer in Spezialeinheiten der niederländischen Armee. Was er und seine Kollegen in den Chats verfolgt haben, schockiert selbst ihn. Durchgewinterte Regisseure, die seit 30 Jahren in dem Fach sitzen, die. Wir haben erfahrene, abgehärtete Ermittler, die seit 30 Jahren im Geschäft sind. Die haben so etwas noch nie gesehen oder gehört. Sie sagen ganz einfach in einem Satz, die Person X muss schlafen. Schlafen ist das Wort, das du jemanden umbringen willst.
Nun, das ist passiert. Das ist erschreckend zu sehen. Und dann haben Sie natürlich das Beispiel, dass wir auch auf ein echtes Gefängnis und eine Folterkammer gestoßen sind. Auch dieser Einsatz beruht auf Informationen aus den entschlüsselten Chats der Drogenszene. Sie führten im Sommer 2020 zu einem ihrer Stützpunkte im Süden der Niederlande. Einem von vielen. Die Fahnder finden Waffen, unterirdische Verliese und einen Raum, in dem wohl Opfer gefoltert werden sollten. Was andere Momente sein, und das ist was. Andere unangenehme Momente sind, wenn man sieht, dass Korruption im Spiel ist. Korrupte Zollbeamte, korrupte Polizisten. Dann musst du auf deine eigenen Kollegen reagieren. Dafür haben wir ein eigenes Team in unserem nationalen Ermittlungsteam. Das sind sehr schwierige Situationen. Es gibt viel, das wir in den letzten Monaten erlebt haben. Ich könnte ein ganzes Buch darüber schreiben. Ja, da kann ich ein Buch von voll schreiben. Die organisierte Kriminalität verändert die niederländische Gesellschaft, gefährdet sie. Anwalt Vito Schukrula sieht mit Sorge, wie viel Macht die Drogenmafia bereits hat. Mit den großen Mengen Kokain kommt eine Menge Geld. Die Leute werden reich innerhalb kürzester Zeit. Und wenn einer Psychopath ist und 400 oder 500 Millionen zur Verfügung hat und er kann Auftragsmörder anheuern und machen, was er will, dann unterwandert das die ganze Regierungsstruktur. Normalerweise sollte allein die Regierung die Macht haben über den Einsatz von Gewalt, wenn sie zu bestimmten Zwecken gebraucht wird. Aber wenn du eine Schattenregierung hast mit hunderten Millionen zu ihrer Verfügung, dann bekommst du diese Probleme. Dann können sie auch die Institutionen attackieren, wie zum Beispiel Zeitungen. Etwa The Telegraph, eine große Zeitung, die seit Jahren kritisch über die wachsende Macht der Drogenhändler berichtet. Im Juni 2018 nehmen Sicherheitskameras auf, wie sich zwei Fahrzeuge dem Verlagsgebäude der Zeitung nähern. Der Lieferwagen fährt zweimal in die Eingangshalle. Der Fahrer zündet einen Sprengsatz und flüchtet. Solche Szenen sind in Deutschland noch unvorstellbar. Aber wenn es um das Geld geht, das mit Drogen verdient wird, spielt Deutschland eine entscheidende Rolle. Menschen, die verdächtigt werden, kriminellen Geschäften nachzugehen, nehmen ihr Schwarzgeld, das sie mit Drogen verdient haben, gehen nach Deutschland und kaufen dort teure Luxusgüter. Denn dort gibt es keine Obergrenze für Bargeldkäufe. In den Niederlanden ist es so, dass man bei großen Bargeldbeträgen registriert wird und gecheckt wird, wie jemand an diese große Geldmenge gekommen ist. Aber das gibt es nicht in Deutschland. Auf diese Weise zieht Deutschland Kriminalität und Geldwäsche an. Das Drogengeld, das aus den Niederlanden nach Deutschland fließt, sieht auch der deutsche Fahnder Thomas Mischke regelmäßig. Vor wenigen Wochen sind fast 1 Million Euro in einem Fahrzeug gefunden worden. 400.000, 500.000. Wir auch schon relativ häufig. Also meistens sind das große Geldpakete, ne, weil das eben halt diese 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro Scheine sind typisches Drogengeld, wie wir sagen, weil damit eben die Konsumeinheiten bezahlt werden. Transportiert wird es oft in speziell präparierten Fahrzeugen. Man muss bestimmte Knöpfe drücken und etwa ein Kabel in die Steckdose stecken. Dann erst lässt sich ein Geheimversteck öffnen. Den Fahnder ärgert, dass er und seine Kollegen gegen solche Schmuggelfahrzeuge nicht wirklich durchgreifen können. Wir stellen das in aller Regel sicher, aber in aller Regel wird es nicht beschlagnahmt später. Erstens ist der Eigentumsnachweis oft schwierig, weil fast keiner unserer Täter fährt mit seinem eigenen Auto über die Grenze. Das sind oft Mietfahrzeuge, die durch irgendwelche, naja, ich sag mal, sehr verdächtige Mietwagenfirmen zur Verfügung gestellt werden. Aber in Deutschland tut man sich sehr schwer, damit derartige Fahrzeuge zu beschlagnahmen.
Da sind unsere holländischen Partner ein ganzes Ende weiter als wir. Da werden alle Fahrzeuge, wo diese professionellen Schmuggelverstecke zum Beispiel gefunden werden, selbst wenn die leer sind, werden die Fahrzeuge beschlagnahmt und anschließend vernichtet. Das würde ich mir für uns auch wünschen. Wenn Drogengeld aus Holland über die Grenze geschafft wird, soll es in aller Regel in Deutschland gewaschen werden. Das wurde bei einem Prozess 2018 aktenkundig. Kaum irgendwo auf der Welt ist Bargeld so beliebt wie in Deutschland. Auch beim Gebrauchtwagenkauf gibt es, anders als in vielen anderen Ländern, keine Obergrenze für Barzahlung. So kauften Kuriere kolumbianischer Drogenkartelle regelmäßig Gebrauchtwagen. Gerne auch in einer höheren Preisklasse und immer bar. Die Wagen landeten dann zu Dutzenden, zu Hunderten etwa hier. Im Hamburger Hafen. Sie wurden ins Ausland geschafft. Per Schiff. Laut Gerichtsakten zum Beispiel nach Afrika. Im Auftrag eines kolumbianischen Kokainkartells. Und wurden auf riesigen Gebrauchtwagenmärkten wieder zu Geld gemacht. Laut Landeskriminalamt NRW sind solche Geschäfte typisch dafür, wie mit Drogen verdientes Schwarzgeld gewaschen wird. In dem Moment habe ich Handelspapiere oder andere Dinge, Ausfuhrpapiere, und dann wird das Geschäft des Autohandels nachvollziehbar. Aber die Quelle, wie ich den Autohandel finanziert habe, die bleibt im Verborgenen. Durch dieses Verschleiern des Geldeinganges ist es mir möglich, Geld zu waschen und dann in den legalen Kreislauf einzuführen. Deshalb ist dieser Handel mit Luxusgütern ein Modell, illegales Geld, illegales Bargeld in den legalen Kreislauf einzuführen. Eine weitere typische Form der Geldwäsche. Ein Kurier der Drogenmafia transportierte bis 2017 nach eigener Aussage in Plastiktüten regelmäßig Hunderttausende Euro in nordrhein-westfälische Fußgängerzonen. Sein Ziel? Juweliere. Speziell Uhrenhändler. Läden mit teuren Uhren. Gerne ab 50.000 Euro pro Stück. Er zahlte bar. Teilweise Hunderttausende Euro in einem Geschäft. Keiner der Händler meldete einen Verdacht auf Geldwäsche bei der Polizei. Der Kurier erhielt problemlos auch ein halbes Dutzend Luxusuhren auf einmal. Mit den Uhren im Gepäck flog der Kurier dann regelmäßig nach Beirut, in den Libanon. Bei der Ausreise gibt es keine Zollkontrolle. Warum der Zoll ihn bei der Einreise im Libanon unbehelligt ließ, ließ sich nicht klären. Im Laufe von 4 Jahren schafft der Kurier Uhren im Wert von rund 20 Millionen Euro in den Libanon. Die Uhren verkauft er hier wieder an Juweliere. Gegen Bargeld, mit Quittung. Es stammt nun scheinbar aus einem legalen Geschäft, ist gewaschen und kann hier ganz normal bei der Bank eingezahlt werden. Professor Mounir Rached hat lange für die Weltbank und das libanesische Finanzministerium gearbeitet. Er bestätigt, dass solches Drogengeld hier eine große Rolle spielt. Der Libanon ist bekannt dafür, dass er eine Rolle im Drogenhandel spielt. Das Risiko entsteht, wenn man dieses Geld von hier dann wieder nach Deutschland bringt. Nicht um damit Waren einzukaufen, sondern um es dort wieder anzulegen. Allein der Transfer wirft Fragen auf. Fragen, die sich zum Beispiel in Berlin stellen. Hier hat Christoph Trautvetter systematisch untersucht, wem eigentlich die Immobilien in der Stadt gehören. Zum Beispiel Wohnhäuser oder Bürokomplexe. Dabei ist er auch auf dieses Gebäude gestoßen. Das Finanzamt Berlin-Mitte ist hier nur Mieter. Was könnte das mit im Libanon gewaschenem Drogengeld zu tun haben? Wir wissen, aus Drogenermittlungen fließt sehr viel Geld aus Europa, aus dem Drogenhandel in den Libanon, wird da gewaschen und fließt dann zurück ins internationale Finanzsystem.
Und wenn wir uns dieses Gebäude hier angucken, dann haben wir es mit einem Vermögensverwalter zu tun, der im Libanon Geld einsammelt und dann in Berlin in Immobilien investiert, zum Beispiel eben in dieses Haus hier. Christoph Trautvetter hat jahrelang für eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, als Fahnder bei Korruptionsfällen. Seit einigen Jahren recherchiert er für das Netzwerk Steuergerechtigkeit zu Steuerhinterziehung und Steueroasen. Dabei stieß er darauf, dass dies eng mit Drogenhandel und organisierter Kriminalität zusammenhängt. Also in dieser Parallelwelt auf den Schattenfinanzplätzen treffen sich ganz verschiedene Finanzströme, die lieber anonym bleiben wollen. Also da kommt der deutsche Steuerhinterzieher, der sein Einkommen vor dem deutschen Fiskus verstecken will, zusammen zum gleichen Anwalt, zum gleichen Vermögensverwalter, der die organisierte Kriminalität aus Südamerika oder aus der ganzen Welt berät und Geld für sie wäscht. Und also das ist quasi die Quintessenz dieser Parallelwelt, dass eben der deutsche Steuerhinterzieher, der deutsche Milliardär mit seiner Suche nach Anonymität in diesen Schattenfinanzplätzen auch dafür sorgt, dass diese Anonymität, die er für sich beansprucht, die er für sich aufrechterhalten will, eben auch dem Mafiosi der organisierten Kriminalität zur Verfügung steht. Eine für das Bundesfinanzministerium erstellte Studie schätzt, pro Jahr werden in Deutschland mindestens 100 Milliarden Euro Schwarzgeld bewegt. Eine gewaltige Summe. Wie viel davon aus Steuerhinterziehung stammt und wie viel aus Drogenhandel, ist vollkommen unbekannt. Noch einmal Amsterdam. Hier findet mittlerweile der größte Prozess gegen die Drogenmafia statt, den es in den Niederlanden jemals gab. Im sogenannten Marengo-Prozess geht es um 6 Morde und mehrere Mordversuche. Er findet unter extremen, bislang beispiellosen Sicherheitsvorkehrungen statt. Es gibt einen Kronzeugen. Zunächst wird sein Bruder ermordet, der mit dem Drogenhandel nichts zu tun hat. Dann auch sein Anwalt. Deutliche Warnungen der Mafia. Im Frühjahr 2021 kommt Peter R. de Vries ins Spiel. Ein in den Niederlanden berühmter Journalist. Ich bin von dem Kronzeugen gefragt worden, ob ich ihm helfen kann und ihm beistehen. Ich bin eigentlich Kriminalreporter von Beruf. Man kann sagen, Nabil ist erst ein Gangster gewesen. Aber nach dem Tod seines Bruders und seines Anwaltes sehe ich ihn auch als Opfer in der Sache. Sehe ich ihn auch als Schlachtoffer. Er ist ein deutlich Schlachtoffer geworden in dieser Sache. Und ich finde, dass als jemand, die dit ist overkommen. Ich finde, wenn jemand seinen Bruder verliert und dann auch noch seinen Anwalt und dann in den Niederlanden fast niemand mehr sich für ihn einsetzt, wegen der Gewalt und der Umstände, da konnte ich nicht Nein sagen. Im Prozess arbeitet Peter R. de Vries zusammen mit den neuen Verteidigern des Kronzeugen, die nach dem Mord an dessen erstem Anwalt gefunden werden mussten. Bei so viel Gewalt und Mord ist es die verdammte Pflicht des Staates einzugreifen. Es ist natürlich auch für das Zusammenleben wichtig, dass der Rechtsstaat funktioniert. Die Rechtsstaat kan blijven functioneren. Ja, er staat heel veel op het spel voor de overheid. Es steht sehr viel auf dem Spiel für den Staat, für die Öffentlichkeit und das Zusammenleben. Es ist der gegebene Augenblick, dass alles auf den Tisch kommt. Wenn schon ein Anwalt liquidiert wird, dann ist die Frage, wer ist eigentlich der Boss im Land? Ist das die Unterwelt? Ist das die kriminelle Organisation? Oder ist das die Polizei und die Justiz? Die Frage kommt auf. Der Rechtsstaat ist natürlich in Gefahr mit dem Mord an dem Anwalt des Kronzeugen. Das ist ein Schock für das ganze Land. Und dass andere Anwälte, Vertreter der Justiz und Journalisten im Land nicht mehr sicher sind. Es ist das ganze Spektrum in diesem Land, das bei diesem Prozess auf dem Spiel steht. Die Gedachte, die heeft volop gespeeld in Nederland. Dus dat is wat er allemaal in dit proces wel op het spel staat.
Gerade deshalb findet der Marengo-Prozess unter extremen Sicherheitsmaßnahmen statt. Viele mutmaßliche Mafia-Mitglieder werden noch gesucht. Und die Angeklagten haben noch immer viele Unterstützer. Die Angst ist groß, dass ihr Einfluss auch aus dem Gefängnis herausreicht. 6. Juli 2021. Im Zentrum von Amsterdam produziert RTL seine Sendung Boulevard. Wieder einmal mit Peter R. de Vries. Der Journalist spricht hier oft über die organisierte Kriminalität und den Marengo-Prozess. In dieser Sendung geht es allerdings um einen Entführungsfall. Nach seinem Auftritt verlässt Peter R. de Vries das Studio, will zu seinem Wagen. Es ist 19.28 Uhr. Dann fallen 5 Schüsse. Peter R. de Vries, der berühmte Kriminalreporter, der einen Kronzeugen in einem der größten Prozesse der Niederlande betreut, wird niedergeschossen. Am helllichten Tag. Mitten in der Stadt. Mutmaßlich von 2 Handlangern der Mokro-Mafia. Die Niederlande stehen unter Schock. Die Menschen sind fassungslos. Außer den Attentätern gibt es offenbar 2 weitere Beteiligte. Sie machen direkt nach den Schüssen ein brutales Video des schwerverletzten Peter R. de Vries und posten es in soziale Netzwerke. Das Video wird sofort 100.000-fach geteilt. Insider gehen davon aus, es ist ein Signal. Seht her, wir können, wie wir wollen. 9 Tage nach dem Attentat erliegt Peter R. de Vries seinen schweren Verletzungen. Die Niederlande trauern. Peter R. de Vries war ein besonderer Journalist. Das war ein Anschlag auf die Pressefreiheit, einen Grundstein unseres Rechtsstaats. Und damit ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat. Der Bruder eines Kronzeugen, dann sein Anwalt, nun ein landesweit bekannter Journalist. Die Drogenmafia demonstriert ihre Macht. Und in Deutschland? Drohen auch hier Gewaltexzesse? Die in Hamburg zuständigen Zollfahnder sehen auch bei uns eine wachsende Gefahr. Was wir tatsächlich heute schon sehen, ist eine zunehmende Gewaltbereitschaft bei den organisierten Kriminellen. Das heißt, es gibt fast keine Durchsuchung mehr, wo wir keine Waffen finden, wo wir keine scharfen Waffen finden. Und wir wissen auch hier von Hamburg, dass diese Waffen auch eingesetzt werden, dass damit geschossen wird. Im Augenblick noch mehr gegeneinander und nicht gegen Polizisten, aber es wird brutaler. Fakt ist, auch im Hamburger Hafen werden immer größere Mengen Drogen gefunden. Im Februar 2021 Container mit 16 Tonnen Kokain. Im Wert von über 1 Milliarde Euro. Und die Fahnder versuchen nicht nur den Drogen zu folgen, sondern auch dem damit verdienten Geld. Doch das ist mühsam. Diese Milliarde, die zum Beispiel bei den 16 Tonnen im Raum stehen, werden wir nie finden. Die wird es auch nie an einer Stelle geben. Die gegnerische Seite arbeitet ja nicht in einer Ebene, sondern in vielen kleinen Ebenen. Das heißt, die 16 Tonnen werden eingeführt, dann wird schon mal geteilt, dann wird es in 50 Kilo Chargen weitergegeben, dann wird es in 5 Kilo Chargen an Großhändler, dann geht es an die Kleinhändler, an die Straßenhändler weiter. Das heißt, dieses Geld, das umgesetzt wird, befindet sich in ganz Europa auf viele Köpfe verteilt und deswegen werden wir nie die Milliarde an sich finden. Rostock an der Ostsee. Kein Drogen-Hotspot. Doch ein Beispiel hier zeigt, wie schwer es ist, dem Drogengeld auf die Spur zu kommen. Selbst in einem wirklich kleinen Fall. Bei der Staatsanwaltschaft Rostock versucht Susanne Reetz seit gut einem Jahr, einem für Drogenhandel verurteilten Straftäter sein mit Drogen erworbenes Vermögen wieder wegzunehmen. Das würde auf ihn warten, wenn er seine 5-jährige Haftstrafe abgesessen hat. Nur weil er rechtskräftig verurteilt ist,
Haben die Behörden überhaupt eine Chance, an das Geld heranzukommen? Es gibt ja eine Geldwäsche immer nur dann, wenn wir auch eine entsprechende Vortat, so nennt sich das, haben. Nämlich eben hier in dem Falle den Drogenhandel. Und den müssen wir natürlich auch so sicher verifizieren, dass derjenige dafür verurteilt wird am Ende des Tages. Und nur wenn wir so eine konkrete Anknüpfungstat haben, dann haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, der Tatverdacht liegt nahe, dass es eben weitere Straftaten gegeben haben muss, weil eben die Einkommensverhältnisse stark abweichen von den tatsächlichen Lebensverhältnissen. Wie im Falle des Drogenhändlers, der in einem kleinen Dorf bei Rostock lebte. Bis zu seiner Verhaftung kaufte er regelmäßig mehrere Kilo Kokain und andere Drogen von Importeuren und verkaufte sie dann an diverse Dealer im Großraum Rostock weiter. In einem Umfeld, bei dem niemand an Drogengeschäfte denken würde, betrieb der Mann ein ähnliches Geschäftsmodell wie der Miri-Clan im Ruhrgebiet. Von dem Gewinn kaufte er Häuser wie dieses. Die sind hier vergleichsweise günstig. Doch legales Einkommen hatte er in der fraglichen Zeit kaum. Auch diese Gewerbeimmobilie kaufte er laut Staatsanwaltschaft mit Drogengeld. Die Mieteinnahmen daraus kann er nun als legales Einkommen verbuchen. Und das ist der eigentliche Sinn jeder Geldwäsche. Es gibt dieses berühmte Beispiel von Al Capone, der im wahrsten Sinne des Wortes in Wäschereien investiert hat, weil er eine Quelle gesucht hat, das illegale Vermögen, was er gewonnen hat, in legale Geschäftsaktivitäten zu transferieren, um aus den legalen Geschäftsaktivitäten dann wieder die Gewinne zu ziehen, die er für seinen Lebensunterhalt brauchte. Und dieses Modell, wenn Sie das schaffen, aus der Schattenwelt in die reale Welt hochzukommen, dass Sie dann den legalen Anstrich haben, wenn Ihnen das gelungen ist, dann wird es für Polizei extrem schwierig nachzuweisen, dass kriminelle Geschäfte der Ursprung dieses Reichtums gewesen sind. Susanne Reetz hat es nicht mit Al Capone zu tun, nur mit einem kleinen Zwischenhändler. Und muss dafür in Tage- und wochenlanger Kleinarbeit ein hochkompliziertes Puzzle zusammensetzen. Na, er hat sich Scheindarlehen geben lassen und hat sozusagen über verschiedene Wege sozusagen versucht, die Herkunft des Geldes für diese Immobilienkäufe legal aussehen zu lassen. Wie er das tat, haben Zollfahnder akribisch recherchiert. Den Fahnder, der seine Erkenntnisse regelmäßig der Staatsanwaltschaft vorlegt, dürfen wir nicht zeigen. Er muss anonym bleiben. Seit 2018 versucht er zusammen mit Kollegen, alle Finanztransaktionen des Drogenhändlers lückenlos zu dokumentieren. Und obwohl es nur um einen wirklich kleinen Fall ging, war der Aufwand dafür unglaublich hoch. In diesem Fall gab es da auch die ganze Bandbreite. Also Observationen, Telekommunikationsüberwachung, auch eigene Durchsuchungsbeschlüsse und Zeugenbefragungen. Dabei konnten wir durch Befragung eines Verkäufers einer Immobilie zum Beispiel rausarbeiten, dass der offizielle Käufer ein Strohmann war, der für den Beschuldigten nur seinen Namen hergab. Die Zeugin berichtet von einem Termin in diesem Notarbüro. Der Käufer habe kaum ein Wort gesagt, aber sein Begleiter, der Drogenhändler. Der hatte auch das Geld dabei, in einer Plastiktüte. Weil die Notarin aber erklärte, eine Barzahlung würde sie nicht akzeptieren, ging er quer über die Straße zu einer nahegelegenen Bankfiliale und zahlte dort das Geld ein. Mittlerweile ist das in dieser Form gesetzlich verboten. Doch schon damals hätten Bank und Notarin einen Verdacht auf Geldwäsche melden können. Taten sie aber nicht. Trotzdem sind Zollfahnder und Staatsanwaltschaft in diesem kleinen Fall optimistisch, den Drogenhändler auch wegen Geldwäsche verurteilen und ihm seinen Reichtum wieder wegnehmen zu können. Immerhin ist es hier noch leichter als bei den wirklich großen Dealern, die international arbeiten. Tatsächlich gibt es das auch in größeren Fällen, also auch bei Leuten, die organisieren und nicht nur ein, zwei Kilo vertreiben. Aber der Weg ist nicht einfach, denn dann kommen halt irgendwo aus dem Ausland alle staatliche Erklärungen, dass der Onkel ihm 200.000 geliehen hat für den Kauf der Immobilie und so weiter. Und unsere Aufgabe ist es nachzuweisen, dass es tatsächlich Geld aus illegalen Geschäften war, das hier für die Immobilie zum Beispiel verwendet wurde.
Bei dem kleinen Drogenhändler aus dem Raum Rostock stehen die Chancen gut, dass es klappt. Nach jahrelanger Detektivarbeit und eben nur, weil der mutmaßliche Geldwäscher wegen Drogenhandel bereits verurteilt ist. In anderen Ländern, etwa Italien, ist das einfacher. Da muss im Zweifelsfall der Verdächtige nachweisen, dass Geld, mit dem er Häuser oder andere Dinge bezahlt hat, aus legalen Quellen stammt. Immerhin, auch in Deutschland wurden Gesetze gegen Geldwäsche in den letzten Jahren verschärft. Banken müssen bei Bargeldeinzahlungen über 10.000 Euro nun prüfen, ob das Geld aus sauberen Quellen stammt. Aber eben nur Banken. Jeder Geschäftsmann, der eine große Summe in bar annimmt, muss Verdachtsfälle auf Geldwäsche melden. Was verdächtig ist, bleibt allerdings Auslegungssache. Und es wurde eine Behörde geschaffen, die solchen Meldungen nachgehen soll. Die Financial Intelligence Unit. Das zuständige Bundesfinanzministerium legt Wert auf die Feststellung, die FIU habe alle nötigen Zuständigkeiten, sei massiv ausgebaut worden und mittlerweile hocheffektiv. Kritiker behaupten das Gegenteil. So etwa Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler. Der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter kritisiert die FIU seit Jahren. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass sie über Kerninformationen, die nur bei den Polizeien der Länder vorliegen, nicht verfügen. Sie haben also gar nicht die Munition, um überhaupt bewerten zu können, ob dort wirklich ein Verdacht dabei ist. Und das führt dazu, dass wir Abertausende von Meldungen in einem virtuellen Topf haben, die nicht adäquat bearbeitet worden sind und insoweit eines der größten Sicherheitslöcher, Sicherheitsrisiken in Deutschland bei der Geldwäschebekämpfung in dieser Einheit wiederfinden. November 2019. Eine Großrazzia unter anderem in Düsseldorf und Duisburg. Auch hier geht es laut Polizei und Staatsanwaltschaft um Geldwäsche. In angeblich großem Stil. Mehrere hundert Millionen Euro. In einem Umfeld, wo Verdachtsfälle auf Geldwäsche ohnehin nicht gemeldet werden. Wir haben die Spur des Geldes aufgenommen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, gemeinsam mit den Behörden vom Zoll, dass an Flughäfen immer wieder türkische Staatsangehörige aufgefallen sind mit hohen Bargeldsummen. Und wir konnten zuerst mal so nicht den richtigen Reim drauf machen, was damit zusammenhängt, und sind dann darauf gestoßen, dass es ein System gibt, das nennt sich Hawala Banking, wo sehr viel und in sehr großem Ausmaß Gelder transferiert werden. Es geht um Goldhändler und Juweliere in Düsseldorf und Duisburg, zum Beispiel in Marxloh, in der Straße der Brautgeschäfte. Ein dortiger Goldhändler soll Hawala-Banking betrieben haben. Bei ihm erschienen regelmäßig Menschen mit viel Bargeld, die nichts kaufen wollten, sondern das Geld direkt in die Türkei oder andere islamische Länder transferieren ließen. Man gibt das Geld ab und erhält ein Codewort. Und irgendwo auf der Welt geht der Empfänger des Geldes in einen ähnlichen Laden zu einem Geschäftspartner des hiesigen Goldhändlers. Er muss dort nur das Codewort sagen und erhält das Geld ausgezahlt. Und wenn an der Auszahlstelle kein Geld mehr vorhanden ist, werden von einem Kurier Goldbarren von Deutschland ins Zielland gebracht. Die darf man ganz legal ohne Zoll oder sonstige Auflagen über jede Grenze bringen. Und erregt damit als Goldhändler auch keinen Verdacht. All das funktioniert meist völlig ohne Belege, oft sogar ohne, dass der Goldhändler Namen und Adressen seiner Kunden kennt. Für deutsche Strafverfolger ein klares Indiz, dass auch Geld aus Steuerhinterziehung oder eben Drogenhandel im Spiel ist. Der Verteidiger eines Beschuldigten argumentiert, Hawala verstoße zwar gegen deutsches Bankenrecht, doch sei es im islamischen Raum seit Jahrhunderten üblich und habe mit Geldwäsche gar nichts zu tun. Seit Jahren geht man davon aus, alle seriösen Stellen, auch das Bundesfinanzministerium, dass es im Jahr 300 Millionen Transfers per Hawala-Methode in der Welt gibt und dass dabei in jedem Jahr insgesamt 200 Milliarden Dollar bewegt werden. Hawala geht sehr schnell, das Geld ist binnen Minuten in der Regel, 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde bei demjenigen, bei dem es ankommen soll. Und Hawala ist deutlich billiger, was die
Provisionskosten angeht, als herkömmliche Transfersysteme, Banken oder andere Geldtransferunternehmen. Warum sollten die das nicht tun, wenn es einfach billig und schnell ist? Mehr als ein Jahr lang hat die Polizei in diesem Fall verdächtige Geschäfte observiert, Telefone abgehört, mehr als 2000 Geldtransfers dokumentiert, mit insgesamt mehr als 200 Millionen Euro. Trotzdem lautet die Anzeige gegen einzelne Juweliere nur Verstoß gegen Bankgesetze, nicht Geldwäsche. Für den Verteidiger ein klarer Hinweis, dass nur legales Geld bewegt wurde. Die Summe ist viel, aber die 100 Obsthändler, der türkische Obsthändler, plus Shisha-Bars, plus ich weiß nicht was, der Untergrund der von uns nicht wahrgenommenen Wirtschaft, der Parallelwirtschaft, zum Beispiel der türkischen Mitbürger. Mit einem Umsatz, der doch locker diese Summen hergibt. Der Verteidiger muss das sagen, das ist ja seine Aufgabe, seinen Mandanten entsprechend von Vorwürfen zu entlasten. Aber wenn Sie jemanden haben, der mit sechsstelligen Bargeldsummen regelmäßig zu einem Juwelier geht und die transferieren will, dann kann man schon daran fühlen, dass das mit legalen Mitteln eigentlich nicht passieren kann, dass der legale Hintergrund relativ unwahrscheinlich ist. Und wenn Sie dann darüber hinaus über Vernehmungen mitbekommen haben, dass gerade im Bereich von Rauschgifthandel immer wieder dieses Instrument genutzt wird, um Gelder zu transferieren ins Ausland, dann gibt das ein Bild, wo wir sagen, der Verdacht, dass das nie im Leben mit legalen Mitteln zu tun haben kann, sondern mit illegalen, ist sehr groß. Deshalb verfolgt die Polizei gerade diese Spur des Geldes. Bei einer Razzia in Köln wird Anfang 2021 wieder unter anderem ein Goldhändler wegen Hawala festgenommen. Dabei soll es sogar um Transaktionen von mehr als 1 Milliarde Euro gehen. Aber ob es hier gelingt, wirklich Geldwäsche aus Drogengeschäften nachzuweisen? Die Frage ist, wen wir kennen, ob wir den Transporteur kennen, weil es ist extrem schwierig, denjenigen, der das Geld abgibt beim Juwelier, muss ja nicht derjenige sein, der dahinter steht. Wenn ich Geld transferieren will und jemand beauftrage, bringt dieses Geld da und dahin und zahle es ein, dann habe ich einen Transporteur zwischengeschaltet. Dann komme ich immer noch nicht zu dem Rauschgifthändler, der dann tatsächlich dieses Rauschgiftgeschäft gemacht hat. Und das bleibt das Problem. Ohne konkreten Beweis, dass die hier bewegten Gelder aus dem Handel mit Drogen stammen, können Fahnder keine Geldwäsche verfolgen. Und ist es in Deutschland fast unmöglich, die Gelder einzuziehen. Gelder, mit denen organisierte Kriminalität und Drogenmafia unbemerkt den Staat untergraben, sich Einfluss verschaffen, ihre Macht erweitern. Christoph Trautvetter, der in Berlin recherchiert, wem eigentlich hier die Immobilien gehören, sucht regelmäßig in Grundbüchern und Investorenlisten. Doch hier stößt er oft nur auf fantasievolle Firmennamen. Laut EU-Recht müsste er längst auch die tatsächlichen Eigentümer dieser Firmen finden können. Sogar online. Seit einigen Jahren gilt, dass jedes EU-Land eine spezielle Datenbank führen muss. Ein Transparenzregister. Zugänglich für Polizei, Staatsanwaltschaft, auf Antrag bei berechtigtem Interesse auch für Privatleute. Hier soll man für jede Firma, die im Land tätig ist, erfahren können, wem sie gehört, wer von den Gewinnen profitiert. Aber das funktioniert bis heute nicht. Vor allen Dingen, weil Deutschland dieses Transparenzregister ganz schlecht umgesetzt hat und es eben den Firmen nach wie vor ermöglicht, sich einfach nicht einzutragen und nicht dafür gesorgt hat, dass diese Pflicht der Registrierung tatsächlich auch ernst genommen und umgesetzt wird. Und es liegt aber auch an den Prinzipien hinter diesem Transparenzregister, dass da nur die Eigentümer erfasst werden, die mehr als 25% der Anteile besitzen. Und es relativ einfach ist, das Eigentum an einer Firma auf 4 Leute zu verteilen und dann im Transparenzregister eben trotzdem weiterhin anonym zu bleiben. Entsprechend viele Häuser findet er, bei denen niemand weiß, weder Behörden noch Steuer- oder Drogenfahnder, wem sie wirklich gehören. Versteckt hinter anonymen Firmenkonstruktionen. Hier eine Ascania von den Seychellen. Bei diesem Haus eine Firma Blackstone. Auch wenn niemand nachweisen kann,
Ob sich hinter den anonymen Firmen Steuerhinterzieher oder Drogenbarone verstecken, es gibt Häuser wie dieses, bei denen der Verdacht auf Drogengeld zumindest naheliegt. Also dieses unscheinbare Haus hier hinter uns gehört einer unscheinbaren deutschen Firma. Aber wenn man sich diese deutsche Firma genauer anguckt, dann gehört diese Firma wiederum einer Firma aus Belize. Und Belize ist ein mittelamerikanisches Land zwischen Mexiko und Panama, nicht weit von den Drogenschmuggelrouten, berühmt für seine Anonymität, für das Bankgeheimnis und für die Möglichkeit, da eben Gelder aus aller Herkunft in den Finanzmarkt einzuschleusen. Kein Zweifel. Gesetzeslücken, die vor allem Steuerhinterzieher schützen, ermöglichen es der Drogenmafia, mit ihren Milliardeneinnahmen eine zweite Existenz aufzubauen. Als ganz normale Vermieter und scheinbar legale Geschäftsleute. In fast unvorstellbaren Dimensionen. Wir haben aus unterschiedlichen Quellen ungefähr für jedes dritte Haus Informationen über den Eigentümer hier in Berlin und schätzen, dass etwa jedes 20. Haus anonym und mit dubiosen Finanzströmen oder nicht nachvollziehbaren Finanzströmen finanziert ist. Irgendwas zwischen 5 und 10% des internationalen Vermögens ist anonym. Jede deutsche Stadt hat ihren Anteil von solchen Investoren, die anonym und für die Behörden nicht nachvollziehbar Geld in der Stadt investieren. Jeder Euro, den Drogenhändler in Immobilien stecken, trägt dazu bei, dass diese immer teurer und für normale Bürger unbezahlbar werden. Und jeder Euro, den sie in legale Geschäfte investieren, steigert ihren Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft. Niemand weiß, wie groß diese Macht heute schon ist. Genau wie auch niemand weiß, welche Mengen an Drogen tatsächlich über die offenen europäischen Grenzen fließen. Ich glaube, dass mittlerweile unglaublich viele sehr, sehr teure Immobilien in der Hand von Kriminellen sind. Und je mehr Immobilien und je mehr Legalität ich erreiche, desto weniger brauche ich natürlich auch tatsächlich kriminell zu sein. Nur der Ursprung des Vermögens, der ist eben halt dann oft kriminellen Ursprungs. In Amsterdam wartet der Anwalt Vito Schukrula auf den Beginn einer Verhandlung. Was er für seinen Klienten herausholen kann, ist noch unklar. Was sein Land, die Niederlande, angeht, sieht er die Zukunft düster. So wie es jetzt ist, geht es weiter. Mit Kokain, Geld, Morden und Mafia. Das glauben auch die Polizisten im Hafen von Rotterdam. Deshalb versuchen sie nun, auch die Containerunternehmen für den Kampf gegen das Kokain zu gewinnen. Sie sollen mitmachen beim integren Hafen. Und möglichst schon im eigenen Unternehmen den Einfluss der Drogenmafia verhindern. Wir versuchen natürlich, so viele Drogen wie möglich zu beschlagnahmen und Verdächtige festzunehmen. Aber ich habe nicht die Illusion, dass wir das aufhalten. Aber aufhören ist keine Option, das geht einfach nicht. Ich kann da nicht viel machen, aber wir müssen diesen Kampf wirklich weiterführen. Ob ich oder meine Nachfolger, egal. Das mag sich nicht weit. Mit den Containern kommt das Kokain. Mit dem Kokain kommen Geld und Gewalt. Und bislang gelingt es nicht, die wachsende Macht der Drogenhändler wirksam zu bekämpfen.